Funwolf ist wieder hier zu meinem ersten Let's Play Lego Hobbit. Und wir machen gleich mal ein neues Spiel. Ich muss ja noch kurz die Audio-Lautstärke einstellen. Also die Lautstärke vom Spiel. Das ist Beutlin. Mein lieber Frodo. Frodo Beutlin heißt er, glaube ich. Du hast mich einmal gefragt, ob ich dir alle Geschichten über meine Abenteuer erzählt hätte. Ich höre jetzt euch. Ich lasse euch die Geschichte anhören. Wer will, kann vorspulen. Vor langer Zeit, in einem Land weit im Osten. Dort lag die Stadt Tal. Friedlich und wohlhabend. Denn diese Stadt lag vor den Toren des größten Königreichs in Mittelerde. Erebor. Bergfestung von Tror. Dem König unter dem Berge, dem mächtigsten aller Zwergenfürsten. War seine Herrscherlinie doch gesichert durch seinen Sohn und seinen Enkel. Alle huldigten ihm, selbst der große Elbenkönig, Thranduil. Herr, unser König möchte, ja, dass du und dein Sohn die heutigen Bergbauarbeiten beaufsichtigen. Und jetzt hat es auch schon wieder angefangen. Tief hinein in den Berg gebaut. Ja, weil, also ich kenne schon manche Leute, die finden es halt auch richtig langweilig, wenn man jetzt so immer die ganze Geschichte. Es ist zwar interessant, wenn man von einem Spiel die Geschichte erfährt, aber viele finden das einfach langweilig. Ich gehöre auch zu denen, aber wenn ich jetzt ein Video von einem Spiel mache, dann lasse ich das schon so, damit die anderen auch was mitbekommen von dem. Weil für die anderen ist es ja eigentlich dann nicht gerade fair, wenn nur weil der eine das nicht mag, die anderen nichts mitbekommen von der Geschichte. Sonst einfach vorspulen. Ja, diesmal schreibe ich noch meinen Skype-Namen, meinen Facebook-Account und Twitter-Account. Wenn euch das Video gefällt, lasst doch ein Abo da, wenn ihr wollt. So kurz, ja. Ja, würde mich riesig freuen, wenn ihr ein Abo da lasst. Und ja. Ihr könnt mich auch mal fragen, ob wir zusammen ein Let's Play machen können. Aber zuerst Lautstärke, Musik an, Untertitel aus. So. Ja, also schon besser. Schreibt mir dann in die Kommentare, wie sie ihr gefunden habt mit der Lautstärke und allem. Weil sollte ja für die Zuschauer passen. Und wichtig ist es ja bei solchen Spielen, also egal was für Lego-Spiele, immer das Geld einsammelt. Und jetzt brauche ich aber den anderen. Wieder den anderen. Ja, muss ich wieder die Schild. Immer muss man dieses Schild lesen. Ja. Der. Zack, bumm. Macht das. Ja, vielleicht kennt ihr auch ein paar Hobbit-Filme. Und über was soll ich reden? Also, Hobbit ist ein gutes Spiel eigentlich noch. Also, die Filme sind gut, finde ich. Ich habe auch schon ein paar gesehen. Also, ein, zwei. Aber richtig gut gemacht. Einige kennen Gollum,
andere wieder nicht. Also die, die es gesehen haben, sollten den eigentlich schon kennen. Ja, vielleicht spielt nächstes Mal noch ein Freund mit. Wer weiß. Mal überraschen. Wir lassen uns einfach mal überraschen. Es kommt dann auch noch wieder andere Spiele, wo man online zusammenspielen kann. Hero Zero kommt ab 2016 und so. Weil da brauche ich dann ja auch noch Pilze und Donuts. Und darum... Naja, die muss ich auch noch kaputt machen. Es kann langweilig sein, vielleicht wenn man... Wie sagt man? Macht einfach immer alles kaputt. Und dann seid ihr eigentlich auf der sicheren Seite. Weil sonst könnt ihr nie alles voll bekommen. Das ist dann ja scheiße. Wenn man nicht das ganze Geld hat, um einen goldenen Stein zu bekommen. Und irgendwann gibt ja immer so etwas, was man dann bekommen kann. Also bei Star Wars kann man da... Da sind so goldene Teile und da kann man dann halt... ein neues Raumschiff bekommen. Und jetzt wieder die Wachen. Die sind auch überall, egal wo man läuft. Muss ja auch gut bewacht sein. Sonst könnte hier ja jeder reinspazieren. Und das wäre ja nicht besonders gut. Ja, über was soll ich reden? Mir fällt gerade nicht viel ein, über was ich reden könnte. Ja, also 2016, manche haben schon gehört oder vielleicht gesehen, es kommt ein neues Plants vs. Zombies Garden Warfare raus und ja, das 2. Und das hole ich mir dann und dann mache ich ein paar Let's Plays von dem. Edelsteinen, geschlagen aus dem Fels, so. Und in riesigen Goldadern, die wie Flüsse durch den Stein verließen. Ja, jetzt habt ihr es gehört, was der gesagt hat. Das ist noch interessant. Also es gibt ein Beutlin und... Und die anderen, das sind halt also Zwerge. Hier kann man... Hier, wenn man den Kreis drückt, kann man so. Ja. Ich mache Tipps und Tricks Videos, Game Videos. Vielleicht auch mal ein Top 10 Video. Und... Gut. Okay. Und der muss jetzt einfach auf der anderen Seite. Bin ich jetzt zu dumm? Kann der nicht springen? Doch, geht doch. Ich weiß gar nicht, wo hier das Problem liegt bei den Minecraft-Videos. Kommen auch wieder. Im Moment habe ich Probleme mit dem PC, darum kommen die Videos erst später. Also tut mir leid beim PC, aber im Moment habe ich ein bisschen Probleme. Minecraft kann ich schauen, vielleicht. Ja, nö, da habe ich ein bisschen Probleme gerade. Darum. Die kommen dann später. Und ja, über was kann man reden? Mir fällt nichts ein. Am besten ist, wenn ihr euch überlegt, über was ihr reden wollt. Also ich mache das jetzt freihand. Ich würde mich mal freuen, wenn ich vielleicht gegen ein Abonnent
vielleicht mal FIFA spielen kann. Also auf jeden Fall. Ich kann euch eine Seite verlinken, der macht Intros. Die ersten drei Intros sind gratis, aber er hat vom 24.12.15 bis zum 24.01.16 Pause. Und ja, aber mich hat ein neuer auf Twitter angefragt. Der hat noch keine Videos auf dem Kanal, aber ja, ich kann den mal verlinken. Und ein 2Game TV Kanal kann ich auch noch verlinken, weil da das sind auch, also die sind gerade in Ferien, aber ich kann den Kanal verlinken. Nächstes Jahr, also dieses Jahr, ja. Nächstes Jahr kommt vielleicht noch eine Longboard-Tour mit ein paar Freunden. Vielleicht auch nur zu zweit oder zu dritt. Wer weiß das schon, ja. Auf jeden Fall. Ah ja, kurze Info beim Let's Play. Wenn ihr ein Let's Play macht und einfach ein Video insgesamt, Game-Video zum Beispiel, ihr sollt nicht so da sitzen mit krummem Rücken und so sagen jetzt Hallo und herzlich willkommen, heute spielen wir mal Minecraft. Ihr sollt so gerade Rücken, Brustkorb gestreckt, dass ihr ja auch was hört. Und dann ist das eigentlich auch für die Zuschauer interessanter, statt wenn ihr so redet und ja und so und eher so redet und ja. Gebt mir doch Tipps, wie ich meine Videos besser machen könnte oder über was ich reden könnte, weil mir fällt nicht besonders viel ein. So, was gibt es hier? Am Amboss kannst du aus Lego-Rohstoffen, die du in Lego-Gängen schnell findest, nützliche Dinge schmieden. Okay, ist schon mal interessant. Ja, so, ja. Ja. Da, aber das ist Gold. Ja, wo kriege ich jetzt Holz her? Ach ja. Ah ja, was kann man hier? Ach so, geht. Ein Minikit haben wir bekommen. Aber wir haben doch vorher gerade Holz bekommen. Ja. Die Reise wird immer spannender. Und hier sagt der Fanwolfi Tschüss und bis zum nächsten Mal.